Willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Letztes Jahr im Dezember habe ich ein Video gemacht zu der Laco Atlantic, eine Uhr, die ich damals wirklich richtig toll fand. Aber hören wir doch mal kurz rein, was ich damals gesagt habe. Blauer Zeiger, blaue Akzente auf der Lünette und auf dem Ziffernblatt. Eine tolle Uhr. Blau ist meine Lieblingsfarbe und so mit viel Licht sieht die Uhr wirklich grandios aus. Ich finde es absolut super und bin echt hin und her gerissen. Aber leider fand ich nicht alles wirklich gut an der Uhr. Es gab einen Schwachpunkt und der hat mich richtig genervt. Und auch dafür blende ich nochmal zurück in den Dezember 2020. Ich habe eine Schwäche bei der Uhr entdeckt, die ich so extrem nicht vermutet hätte, die mich aber schon heute echt genervt hat. Und zwar durch den blauen Sekundenzeiger. Ich zeige euch das mal. Ja, ich glaube, in dieser Einstellung kommt das ganz gut rüber, weil die Uhr im Schatten liegt. Ist der Kontrast im Zwielicht echt mies. Schlechte Ablesbarkeit bei entsprechenden Lichtbedingungen. Ich bin hier um 14:45 bei mir im Wohnzimmer und drehe mich einfach mit dem Rücken ins Licht, dass ich in meinem eigenen Schatten stehe. Es ist also weder Nacht noch extra abgedunkelt und ihr könnt sehen, dass die Ablesbarkeit des blauen Minutenzeigers im Schatten wirklich sehr stark eingeschränkt ist und nur in der Sonne wirklich gut funktioniert. Ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video gemacht habe, vielleicht auch kurz vorher, hat Laco die Uhr verändert. Laco hat die Farbe überarbeitet. Es ist ein deutlich helleres Blau. Nicht mehr ganz so kräftig und farbenstark wie das alte, dafür aber viel, viel besser ablesbar. Ich zeige euch das hier im Video, werde aber auch gleich selbstverständlich einen direkten Vergleich der alten und der neuen Zeiger parallel im Bild zeigen. Es besteht auch die Option, alte Uhren gegebenenfalls umrüsten zu lassen, aber ich war hin und her gerissen. Mir gefällt von der Farbe her das alte Blau richtig, richtig gut, aber es ist eben häufig nicht besonders gut ablesbar. Das neue Blau hingegen ist nicht 100%ig meine Farbe, macht die Uhr aber viel, viel, viel besser im Alltag. Ich habe euch hier einmal eingeblendet, wie die beiden Uhren im direkten Vergleich aussehen. Und natürlich habe ich auch einen ähnlichen Versuch, auch wenn wir nicht mehr Dezember haben, sondern Mai, mit der Uhr im Tageslicht gemacht. Und auch das möchte ich euch im direkten Vergleich einmal zeigen. Ihr könnt hier sehen, ich habe die Uhr in der gleichen Haltung, im gleichen Winkel, drehe mich aus dem Licht in den Schatten und die untere Uhr mit dem neuen Blau ist beständig ablesbar, wohingegen bei dem alten Blau der Zeiger doch leider häufig verschwindet und im Kontrast zum Ziffernblatt nicht mehr ablesbar ist. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin recht froh, dass ich die Uhr umgebaut habe. Wenn man das Blau nicht im direkten Vergleich sieht, ist der Unterschied gar nicht so schlimm. Ich kann zwar nur sagen, im direkten Vergleich finde ich das alte Blau vom Blauton her schöner. Die neue Uhr habe ich aber häufiger am Arm, weil sie einfach viel besser ablesbar ist. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass ich meine im Kopf zu haben, dass bei dem Modell-Update auch die Schließe verbessert wurde. Das kann ich aber nicht 100%ig sagen. Aber ich meine im Kopf zu haben, dass neuere Modelle, die ich reviewed habe, eine bessere Schließe haben als die, die ich bei dem alten Modell habe. Aber hier reicht, glaube ich, ein kurzer Anruf bei Laco, um da Gewissheit zu haben. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare rein, welches Blau euch besser gefällt und welche Uhr ihr gewählt hättet.
Und wenn ihr mögt, lasst bitte einen Daumen hoch da, das hilft mir, das hilft meinen Videos und für euch ist es nicht viel Aufwand. Bleibt gesund, bis dahin, tschüss, euer Axel.